Hallo Freunde und willkommen zurück bei Alien Isolation. In der letzten Folge war es etwas durcheinander. Man muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, mir ging es irgendwie im Laufe dieser Folge auch immer schlechter. Man hat es ja auch gehört an meiner Stimme, Schnupfen und so. Und irgendwie wurde es die ganze Zeit schlechter. Naja, mein Schnupfen ist immer noch nicht ganz vorbei. Ich kann es kaum glauben. Mittlerweile sind es fast 3 Wochen. So wirklich gesund bin ich noch nicht. Auf jeden Fall aber fühle ich mich besser als letzte Woche. Auch wenn meine Stimme hier und da noch nicht so 100% wiederhergestellt ist. Was wir jetzt wiederherstellen, das ist... Wir werden unser Inventar aufräumen und ein paar Medipacks herstellen. Ich habe mich jetzt mal erkundigt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich muss hier einfach auf die Taste Q drücken, dann kommen wir hier zu einem Auswahlkreis. Und wenn wir jetzt hier auf Medikit drücken, dann können wir eins herstellen. So, das machen wir jetzt auch mal. Wir verbrauchen jetzt mal ein paar Rohstoffe. So, das wäre hergestellt. Aber das soll noch nicht alles gewesen sein. Ich bastel mir noch eins. So, und ich gucke mal nach Blendgranaten, weil da haben wir gar keine dabei. Wir haben 3 Leuchtfackeln dabei und hier 16 Schuss im Revolver. So, dann machen wir gleich noch eine. Wir verbrauchen jetzt mal so ein bisschen hier das, was wir eingesammelt haben, damit wir wieder in Zukunft mehr einsammeln können. Und noch ein Medikit. So, das ist sowieso das Letzte, was wir bauen können. Dann haben wir nämlich keine Rohstoffe mehr dabei. Die subkutane Impfpistole, da fehlen nämlich jetzt welche. So, sehr schön. Ich werde die Folgen in Zukunft von Alien Isolation nur noch etwa 20 Minuten werden lassen. 20 Minuten lang werden lassen. Da ich das für vorteilhafter halte. Aber wir schauen einfach mal, wie wir zurechtkommen. So, ich schaue nochmal gerade auf die Karte. Da geht ja mit der Musik weg. Das macht mich immer so ein bisschen nervös. So, hier ist ein Ausrufezeichen. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Also das heißt hier durch, dann da, okay. Ja, in echt sieht es immer ein bisschen anders aus wie auf der Karte. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Ja, super. So, ich hier gerade mal dahin. Gehe jetzt gerade nochmal auf die Karte, wollte ich sagen. Wir können das auch ein bisschen ranzoomen. So, das ist vielleicht hier. Ich weiß nicht wo man das deaktiviert. Aber ich gucke einfach mal. Beziehungsweise, wo geht's denn hier hin? Ach, da waren wir doch schon. Und da ist hier der Schrott. Können wir auch mitnehmen. Jetzt können wir nämlich auch wieder das Bindemittel mitnehmen. Das ist auch sehr schön. Ich weiß aktuell gar nicht, wo wir rauskommen. Hätten wir vielleicht doch mal auf die Karte gucken sollen. Doch nochmal auf die Karte gucken sollen. Aber ist mir jetzt egal. So, warte mal, wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir genau hier. Das ist auch schön. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Ja, wo mache ich das? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden, ne? Maus auf das Codesystem zugreifen und Tasten bewegen. Mit Maus auf das Codesystem zugreifen und Tasten bewegen und E-Nutzen den angegebenen Code anzuzeigen. Finde ich hier gar nichts. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu blöd. Ich bin mir fast sicher, dass wir da rein müssen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir da reinkommen. Sicherheitszugangsgenerator. So, mit Maus auf das Codesystem zugreifen haben wir doch gemacht. Tasten bewegen machen wir jetzt auch. So, ich drücke jetzt mal nur nach oben. Und E nutzen, um den angegebenen Code einzugeben.
Der findet hier nichts. Okay, so richtig hier den Duschblicker-Lehrgang, der fehlt mir noch. Oh, da muss ich hier noch was anderes finden. Das ist genauso wie letztens, in der letzten Folge. Ich sag noch die ganze Zeit, dass wir hier ganz dringend nach Kartenterminals schauen sollen. Und genau in dem Moment laufen wir schon wieder an einem vorbei. Das ist unglaublich. So. Ich glaube, hier haben wir die Folge gestartet eben gerade. Ja, logisch, das war doch der Raum hier. Und was gibt es hier? Schlimm ist ja, wir können wahrscheinlich komplett zurück, ne? Tech-Support. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Hacken Sie den Aufzug zu 6. Communications. Ist aber nicht schön. Das ist aber nicht schön. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal zurück müssen. Also jetzt zumindest nicht. Wir müssen mit Sicherheit da vorne irgendwo weiter. Ich renne mal, ne? Das bleibt zu. Und das ist auch zu. Und ansonsten sehe ich nämlich hier auch gar nichts. Da geht es wieder zurück. Und da ist hier dieser Tech-Workshop. Da müssen wir bestimmt rein. Wo geht's denn hier hin? Ach, das ist wahrscheinlich hier. Da gibt es wahrscheinlich nochmal einen extra Weg. Oder auch nicht. Nee. Komisch. Ich glaube, wir haben vorhin... Ach, das ist hier, genau. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie es hier weitergeht. Wir haben das hier auch in der letzten Folge schon mal geschafft. Aber irgendwie finde ich hier gar nichts. Kein Signal. Ich muss doch garantiert vorher noch was anderes tun, oder? Jetzt kann ich es gar nicht mehr weiterdrehen. Ich kann es nur noch zurückdrehen. Ist schon komisch. Mit Maus auf das Kurssystem zugreifen. Ach so. Na super, ich kann das ja drehen. Ach, jetzt... So, zack. Mach doch mal. Schnell, 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 schnell. Alter Schwede. Und wieder ein riesen Fail geleistet, denn genau das gleiche hatten wir in der letzten Folge auch schon mal getan. Und da hat es irgendwie besser geklappt. Na gut, ich muss mir das endlich mal merken. Aber zu meiner Verteidigung, ich war krank, ne? Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich bin immer noch krank. Ich bin krank im Kopf. So, jetzt haben wir ja erstmal ein normales Terminal, kein Kartenterminal. Dann können wir wieder ein bisschen was durchlesen. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch. Für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben. Er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. So, was haben wir hier? Die Raumstation, die niemals haben, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für 6. kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern. Und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. So, wie kann ich hier blättern? Bild nach oben und nach unten. Das ist doch alles komisch hier. So. Wie konnte es so weit kommen und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt
und den Bereich entdeckt, der unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Da ist nix. Super, auch nix. Okay, wir können wieder Abflug machen. Abriegelung deaktivieren, jawohl. Hahaha. Ist aber nicht schön. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch da ist. Ich sehe es aktuell nicht. Vielleicht ist es auch verschwunden. Wir werden das gleich sehen, ob wir gleich tot sind oder gleich weiterleben. Ach du Scheiße, ey. Ich gehe da mal raus. Beziehungsweise, warte mal, ich will mal gerade auf die Karte schauen, wo wir denn aktuell sind. Zoom mal ein bisschen ran. Da geht's nicht weiter, aber da geht's weiter. Das ist die Tür hier. Genau, die nicht aufging. Jawohl, mach schön Lärm, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier alleine sind. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß nicht, ob ich hier rennen kann. Keine Ahnung. Also rennen auf gar keinen Fall. Habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass wir das tunlichst unterlassen sollten zu rennen. Aber das sieht doch ganz gut aus hier. Wir müssen da oben weiter. Hängen Sie den Aufzug zu 6. Communications. Ich weiß nicht, ob das hier ein Aufzug ist. Sieht irgendwie so aus, ne? Aber ich sehe jetzt auch kein Alien oder so. Das sieht mir auf jeden Fall aus wie ein Aufzug. Komm, wir gehen nochmal in den Raum rein. Vielleicht gibt es da noch mehr zu tun. Oder wir können da auch hoch? Nee, ne? Nee. An dem Terminal waren wir schon. Also irgendwie bin ich momentan so ein bisschen verloren in diesem Spiel. Kann das sein, dass das Alien irgendwo über mir durch die Gegend läuft? Nicht so Lärm, Junge. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen. Da hinten leuchtet es. Hacken Sie den Aufzug. Warum leuchtet es da hinten? Haben wir da was übersehen? Komm, wir gehen noch mal da hinten in die Ecke. Das
wäre ja eigentlich hier, ne? Aber da gibt es ja nichts zu hacken. Oh, ach, hör doch mal auf. Ich drücke immer aus Versehen auf die Maustaste. Weil ich sollte ich besser E drücken, ne? Da kann man nichts machen hier. Ah, jetzt sind wir zu weit. Also muss doch hier irgendwo noch eine Konsole sein. Da waren wir doch dran. Hallo? Willst du mich jetzt völlig verarschen? Ach so, nee, doch, das muss da draußen irgendwo sein. Wie kommen wir denn da vorbei? Kommen wir da wirklich nicht hoch hier? Nee, keine Ahnung. Ich bin überfragt. Wie kommen wir hier weiter, Mann? Ich will noch mal gerade was schauen. Wisst ihr vielleicht, wie es weitergeht hier? Ich weiß es aktuell nicht. Ich habe doch garantiert schon wieder irgendwo was übersehen. Da können wir aber auch nichts machen hier. Vielleicht sollte ich die Folgen in Zukunft immer vorspielen. Sensor. Das Terminal haben doch schon zugegriffen. Das. Ja, das ist nur der Ausgang. Dekontamination. Nee, da will ich doch gar nicht hin. Ich weiß, wir rennen die ganze Zeit jetzt hier im Kreis rum. Ich weiß aber auch nicht, wo ich hin muss hier. Meine Hand schläft schon wieder ein. Ich muss sie mal gerade ein bisschen locker machen. Komm, wir gucken so lange noch mal auf die Karte hier. Oder ich muss das hier hacken. Dass es von hinten weitergeht. Hacken Sie den Aufzug zu Sachsen Communications. Anlagenkontrolle. Kann sein, dass wir hier nochmal zurück müssen. Ich glaube, es gibt noch viel zu lernen in diesem Spiel. Meine Hand ist immer noch eingeschlafen. Aber ich renne jetzt einfach mal zurück. Beziehungsweise ich laufe jetzt mal zurück. Die Tür ist verschlossen. Ja, gut. Super. Seltsame Geräusche hier. Zum Verstecken gedrückt halten. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier verstecken muss. Karte aktualisieren. So sieht ein Kartenbildschirm aus zum Aktualisieren. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hingekommen, ey? Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Aber das sieht auch ziemlich geil aus, wenn ich ehrlich bin. Mir fehlt in dieser Folge so ein bisschen das Erfolgserlebnis bis jetzt. Strom wiederherstellen, ja super, ich will weiterkommen. So, diesmal weiß ich aber, wie es geht. Nicht so wie am Anfang der Folge. So, was haben wir hier? So, jetzt kommt dieser hier, zack. Und das sieht aus wie ein F. Machen wir den hier. Zugriff gewährt. Dankeschön. Dankeschön.
Was soll das jetzt mit dieser dramatischen Musik? Ich bin da mal langsam unterwegs hier, ne? Alter Schwede, ey. Warum macht mich dieses Spiel schon wahnsinnig? Oder warum macht mich dieses Spiel wahnsinnig? Und das, wo wir erst 3 oder 4 Folgen spielen, ey. Das ist doch unglaublich. Also das Spiel, das schafft mich schon jetzt. Es ist auch so tierisch groß überall, weißt du? Das ist nicht so... Da rennst du hin und bist am Ziel, am Arsch. Gehst einen Raum weiter, hast 10 neue Türen, die du gehen kannst, ey. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, oh, das ist schon wieder so ein Teil. Luftreinigung, instabiles System. Ach, das ist doch hier. Wir sind jetzt wieder zurückgegangen, oder was? Ja, logisch, wir sind doch hier unten. Oh, scheiße. Das ist Alien. Scheiße, nochmal. So, und wieder das F. Komm, mach auf. Und lass das Alien mal hinter mir. Oh yes. Gut, Freunde, wir machen eine kleine Pause. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Das war hier eine heiße Nummer heute. Leckt mich am Arsch. Alles klar, mach's gut. Bis dann, bis zur nächsten Folge.